Und da geht's auch schon weiter. Training 3, Gegenstände. In dieser Mission werden dir die Gegenstände und der Nahkampf erläutert. Da Gegenstände den Ausgang eines Spiels entscheidend beeinflussen können, solltest du gut aufpassen. Sir, yes, sir. Hell yeah. Wir werden schon aufpassen, keine Sorge. Unfurl the flags, shout hooray and salute something. Welcome to the third of our victorious or potentially utterly disastrous training missions. It's best to be honest. This is the arena of hand-to-hand combat, manly worm fighting. You'll learn all about utilities and close combat weapons. We're not chucking explosives at each other now. Oh no, it's time to feel their dying breath on your laughing face. Or vice versa. Like I said, best to be honest. Wir schaffen das schon, Kollege. Da habe ich gar keine Angst drum. So, ein Ninja-Seil. Oha, 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 oha. Na, ob ich damit aber noch umgehen kann? Das ist ja was ganz anderes. Oh, verdammt. Das sollte aber nicht so wie ich... Das war nicht wie geplant. Das will aber nicht so, wie ich will. Das ist schlecht. Dann machen wir uns mal gerade hier rüber. Hopp, hopp, hopp. Genau. So, dann springen wir mal hier hoch. Genau, jetzt hopp, hopp, genau. So. Wir verbinden uns nochmal damit und... Na komm! Wow! Der war nice! Der war nice! So, dann springen wir nochmal über den Kollegen hier. Jetzt komm, lass mich hier weg. Danke! Flammenfaust, wähle die Feuerfaust und... Okay, Feuerfaust. Ich sag Flammenfaust und da oben steht Feuerfaust. Das verwirrt! Tschüssi! Pfui! Kumpel ist Geschichte. Wie gesagt. Und der jagt gleich alles in die Luft. Sehr schön. Unser nächstes Ziel ist Schleim. Was bekommen wir hier wohl für einen Gegenstand? Man darf gespannt sein. So, hier müssen wir wieder einen Doppelsprung machen. Ach, komm, nicht so ein hier. Hopp, genau, ein... Oh, ein Jetpack, sehr schön. Mit dem Jetpack ist es hier, glaube ich, ein bisschen schwerer umzugehen, soweit ich mich erinnere. That crate, handle with care. That worm, handle with no care. I see. Geht klar, Kollege. So, dann fliegen wir mal einen Moment, ne? Warum haben wir... So. Jetzt haben wir's. Baseballschläger. Na, wunderbar. Home Run! Wie gesagt, Home Run. Hell yeah. Und erneut eine Kiste. Ganz viele Schussmaschinen, ein paar Wachkanonen, Fallschirm bekommen wir. Cool, cool. Time to use that parachute training you never receive. Land next to the crate, if you can. Ein bisschen Übung wäre vielleicht ganz praktisch gewesen. Das stimmt schon. Puh. So. Na dann, springen wir mal runter. Juhu! Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, kriegst mich nicht, haha. Ich komm voll an euch vorbei, habt doch Pech gehabt. Ich bekomme nur die Kiste. Dragon Ball, Dragon Ball. Ja, das kennt man doch auch noch, den Dragon Ball. Hab ich, glaube ich, sonst nie so wirklich viel benutzt. Aber, bam. Hadouken. Und noch in die Mine rein. Das zieht sogar doppelt so viel ab, wie er eigentlich hat. Chummy there won't be expecting a teleport attack. Get the crate, then say goodnight, Chummy. Hm, was ist da wohl drinne? Ist wohl in diesem Ding hier ein Teleporter drin? Ich weiß es ja nicht. Schauen wir mal nach. Oh mein Gott, ein Teleporter. Okay, das wurde uns gerade ja schon eigentlich vorweggenommen. Aber gut, was soll's. Dann nehmen wir uns das mal und schauen mal, was wir denn bekommen jetzt in dieser Kiste. Es ist Stoß. Stoß.
Stoß. Können wir auch als Stupser, glaube ich. Ja, dann nähere dich dem Feind und führe einen Stoß aus. Okay. Hihi. Und jetzt wird er runtergeballert. Juhu. Bam. In your face. Bitch. Time to tear down the concrete donkey and put up the concrete effigy of you, my friend. Not really. Haben wir doch gut gemacht hier. Haben wieder 10 Credits bekommen wir. Wunderschön. Und, ja, schon geht's wie weiter hier. Die Trainingsmissionen sind ja noch ganz einfach. Training 4, Physikobjekte. Was haben wir denn hier? Klar, Physikobjekte. Ein neues Feature in Worms Revolution. Hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen, weiß ich noch nicht. An deiner Stelle würde ich meine Lauscher weit aufsperren. Viel Spaß. Na, danke sehr. Den werden wir wohl haben. Also dann, los geht's. Zeiget mir, was ihr meint. The fourth training mission, hey soldier. Keep calm, remain patient. You know, I once followed a butterfly for 5 years observing his progress. Turned out to be a bit of litter. Massive waste of time to panic. This is a journey into physics objects. All will be revealed. Okay. Sammle das ein. Ja, das Ganze ist hier halt wirklich noch Tutorial, ja. Also, nicht böse sein. See that mushroom thingy? Baseball bat the fun out of fungi. Bis ihm die gute Laune vergeht. Zerstör diesen Pilz mit dem Baseballschläger. Solange es kein giftiger Pilz ist, ist mir das ja vollkommen egal. Schauen wir mal. Und... Pong. Oh. Ah, not good. Poison mushroom gas fills the air. Look out for the healing properties of a health trait. Oh verdammt, das müssen wir aber schnell machen hier. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen. Dein Wurm wurde vergiftet. Such eine Heilungskiste. Bin dabei. Da ist er. Oh, wunderbar. Haben wir noch gut geschafft. How lovely. Get back into the scrap and collect the weapons crate. Do something. Natürlich, wir holen uns gleich die Kiste ran. Soll's. Hopp. Genau, wunderbar. Bunkerbombe. Kennen wir doch noch. Stinker. Sau. Like Incy Wincy. And watch the sucker out. Use the bunker buster to destroy the hip flask. The water will rinse him away like spiders. Okay. Geht klar, dann benutze die Bunkerbombe, um das zu zerstören. Geht klar, machen wir. Wasser! Wie bereits gesagt. Tschüss, Stinker. Einmal gewaschen werden. Ja gut, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir uns einfach nur das Ding holen? Oh, jetzt tue ich mir noch selber weh. Das ist ja wunderbar heute wieder. Besser könnte es ja gar nicht laufen hier. Oh, und dann mache ich das auch noch falsch. Mensch, das kann ja heute nur gut werden. Jetzt muss ich schauen, dass ich richtig springe. Und hopp. Genau, wunderbar. Hopp. Ja, da haben wir es doch. Telekinese. Oh, neues Objekt. Das da habe ich keine Ahnung. Telekinesis is mind over physical matter. And that torch is movable. Hey, what about levitating it to help make a bridge? Look, I shouldn't have to nursemate you like this. You're a big worm now. Exakt, ich bin ein großer Wurm. Mit der Telekinesis kannst du Gegenstände bewegen. Finde eine günstigere Position für die Fackel. Das ist keine Fackel, das ist eine Taschenlampe. Beziehungsweise eine Lampe. Na egal. Das steht. Das sieht nach einer guten Stelle aus. Ja gut, dafür muss ich das Ding aber auch erstmal ranholen. Da können wir es reinmachen, stimmt's? Jo. Da ist es. Wunderbar. Na, wunderschön. Und eine Waffenkiste für uns. Wunderschön, das ist doch klasse. So. Wachkanone, verdammt, so heißt das Ding. Wachkanone nicht erwischen. Und was bekommen wir? Eine Bazooka. Schön. I really have it in for this palooka. There's something about him that screams Bazooka that palooka. Target the big red bomb and watch this fickle fighter take a dive.
rote Bombe. Sieht eher aus wie eine Atombombe hier. Egal, dann nehmen wir eben die Bazooka und jagen hier alles in die Luft. Tschüssi! Juhu! Geht doch ganz schön ab. Und da ist er weg. Ich kann zaubern. I can see you and I grabbing a cup of Joe when this whole crazy mess is over. And then laughing about how you risked your life and I was never in any immediate danger. Ha! Good times! Wunderbar. Und wieder mit der Goldmedaille natürlich. Sehr schön. Und ich muss sagen, ja, wir können noch ein bisschen was machen. Was haben wir denn hier als nächstes hier drum fliegen? Training 5. Wasser. Du suchst Wasser? Dann bist du hier genau richtig. Wag dich an diese Mission, um herauszufinden, wie dieses neue Feature funktioniert. Dir wird schon nichts passieren. Gut. Wenn uns nichts passiert, bin ich doch glatt dabei. Also dann, los geht's. Jetzt bekommen wir nämlich das neue Wasser zu spüren. Wohl, hoffentlich bekommen wir es nicht zu spüren. Let's hope you're a worm with sea legs, because this mission has a distinct aquatic terror about it. So much so, I've called it Happy Splash Fun Frolics, to hide the fact. You'll either leave this round victorious and equipped with the knowledge of how to bend water to your advantage, or you'll be washed away like sewage. Okay, alles gut. Wir schaffen das schon. Sammle das ein. Ja, ich mach ja schon. Wasserpistole. Wie geil. Keep a hostile worm underwater and it will lose health at the end of every turn. It's called Submerge and Conquer. Get busy with your water pistol. Do it now, sir. Okay. Und sowas im Krieg zu benutzen ist auch nicht schlecht. Na dann, gehen wir mal ein bisschen ran hier. Und machen den Jungen da unten mal kalt. Beziehungsweise nass. Dreck. Ja, muss einfach mal gewaschen werden. Ganz einfach. Und tot. So schnell geht's. Und gleich noch was. Sehr schön. Ja, bin schon unterwegs. Bazooka. Oh, auch nicht schlecht. Now I like where that pool is. Imagine the fun you could have with a bazooka aimed at that. Kann man alles machen. Wir sollen also das Wasser freisetzen. Na dann, ich gehe mal ein bisschen raus hier. Perfekter Schuss. Tschüssikowski Schmuddel. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Jetzt ist da unten auch noch Sif gelandet, ey. Was wollen die denn alle von mir? Was bekommen wir denn jetzt hier? Schauen wir doch mal. So, was kann man? Teleporter, sehr schön. Und da ist auch schon wieder was gespawnt für uns. Das dachte ich mir gerade auch. Danke, dass Sie mich nochmal darauf hinweisen, Herr Don. Ich habe den Namen vergessen. Kiste? Egal. Herr Tierreporter. Genau. Eine Wasserbombe. Jetzt wird damit auch noch hantiert, ey. Wunderbar. Kill this enemy. Wird gemacht, Chef. So, und da haben wir die Wasserbombe. Können die, glaube ich, eigentlich so hier auf dem, hier dran machen. Genau, weil der jetzt eigentlich weggeschwemmt werden sollte. Genau. Da habe ich das schon mitgenommen, oder? Komm, du wirst jetzt mitgenommen. Ah, er wird doch nicht mitgenommen. Cool. Oh, das war natürlich schlau. Nicht, dass ich gleich mitgenommen werde. Also irgendwie kann ich mit dem Ding gerade nicht so richtig umgehen. So, Moment. Ja, das machen wir jetzt aber ganz... Jetzt machen wir das gut. Der kriegt höchstens was abgezogen, weil wir einfach nicht so treffen, wie wir treffen sollten. So. Jetzt, das ist blöd, finde ich gerade, das mit der Maus, das mit den Einstellungen, dass es noch nicht so mitgeht. Und tschüss. Jetzt war's das aber. Na, danke sehr. Deploy yourself here, sir. Okay. Dann nehmen wir natürlich wieder gleich den Reporter, den Teleporter, verdammt.
Und schauen wir, was wir hier haben. Wir sind jetzt alle die selbst unter Wasser, was ich nicht so gut finde. Was soll's. Wasser verringert deine Sprunghöhe. Benutze den Abfluss, um das Wasser weg in trocken zu legen. Den Abfluss haben wir auch gerade bekommen. Und schnapp dir die Kiste. Okay, den Abfluss. Na dann, an damit. Ach, auch nicht schlecht. Sehr schön. Alles drinne. So, und ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ach nee, warte, das war ja falsch knapp. Oh, ich komme sogar da hoch. Oh, habe ich jetzt nochmal so ein Ding dahingelegt? Wasserangriff. Oh Mann, jetzt kriegen wir aber alles mit Wasser. Wasserbombe, Wasserangriff. Deploy Water Strike Number One. Yes, sir. Wird gemacht, Mensch. Da ist er. Ah, diese Kamerasicht ist ja echt grauenvoll. So, ich schalte das mal gerade um. Hier, Tab ist doch. Genau. Und dahin. Padam, pam, pam, pam. Oh, die werden so schön weggeschwemmt. Und tschüss, Jungs. So viel zu der Dusche. Oh. Yeah. Sir, your performance was awash with aquatic retribution. I could almost salute you. Fast. Warum nur fast? Das war doch gut. Und wieder haben wir es geschafft. Na wunderbar. Und dann geht's beim nächsten Mal schon weiter mit Training 6 Dark Side. Scheinbar ist das Ganze hier nur, ja, ein Training. Jedenfalls in der Kanalisation. Gut, wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.